So. Ja. Auf das Denk nach, wie komme ich in die richtige Zwischenzeit zurück? Es muss einen Weg geben. Gab es dort noch mehr Portale? In Reichweite? Eigentlich nur das kleine da. Aber das ist zu schmal. Und wenn ich hindurchgreife, sehe ich nur die Szene von vorhin, wo Drüsbert durch das Loch gefallen ist. Na, da haben wir es doch. Die Löcher sind offenbar nur eine halbe Stunde Realzeit auseinander. Wenn Sie sich beeilen, könnten Sie von der anderen Seite aus durch das kleine Portal nach vorhin gelangen und sich selbst durch das große in die Zwischenzeit folgen. Kann mir irgendwer dieses Nerdgefasel übersetzen? Ach, so ist das. Da gibt's nur noch ein Problem. Das Portal ist zu klein. Ich komme nicht durch. Und ich glaube, ich weiß mittlerweile auch warum. Die Tachyon-Ventile sind nicht weit genug aufgedreht. Hier, nehmen Sie meinen Tachyon-Ventilschlüssel. Dein was? Damit sollte es gehen. Aber Herr Rufus, jetzt bringt das doch nichts mehr. Sie müssen das vorhin gemacht haben. Weiß ich doch. Ist doch voll easy alles. Ach so. Okay. Aber Herr Rufus, jetzt bringt... Sie müssen das... Weiß ich. Okay, ist doch voll... Okay. Dann einmal hier durch. Kann wünscht mir Glück. Beeilen Sie sich. Mit jeder Sekunde, die Sie außerhalb der Zwischenzeit verbringen, ist vorhin auch wieder Zeit vergangen. Nee. Hä? Denn so? Herr Rufus? Aber Sie sind doch gerade erst durch das Portal gesprungen. Ja, und? Ist doch logisch. Sag mal, passt ihr nicht auf? Jetzt sind die Portale zu. Passt ihr auch gut auf? Ist das etwa noch Teil des Unterrichts? Das ganze Leben ist Teil des Unterrichts. Hä? Au! Ich bin wieder in Paradox City. Aber zu welcher Zeit? Bevor er da reinfällt. Die Hochzeit. Nee. Sie hat bereits angefangen. Durch das Portal. Cool. Stopp die Hochzeit! Rufus, was tust du hier? Ich hol mir mein Mädchen zurück. Das ist doch dein Mädchen also? Was genau macht mich denn zu deinem Mädchen, ha? Huh? Dass du mich hier hast sitzen lassen? Dass du dann für mehrere Jahre verschwunden bist? Dachtest du wirklich, ich würde hier rumsitzen und auf dich warten? Meine Fresse, wir kennen uns gerade mal einen Tag. Ich kenne dich schon viel länger. Einen Scheiß kennst du. Du meinst die andere Goal. Und auch die hast du sitzen lassen. Sie hat mir alles erzählt. Mag sein, dass ihr damals eine tolle Zeit hattet. Aber ich bin nicht sie. Meine Güte, du bist ja eifersüchtig. Was? Du verdammter... Na! Goal, warte! Bravo. Gut gemacht. Ich dachte, wir sind Freunde. Mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Außerdem habe ich die Sache hier voll im Griff. Lass mich einfach mit ihr reden, okay? Aber beeil dich. Die Met-Torte wird bereits kalt. Die letzten Torten mehr gegessen. Ja, Goal. Du, Goal. Hau ab. Kapier endlich. Es ist zu spät für uns. Nein, das hast du falsch mitgekriegt. Die Trauung wurde nicht vollzogen. Alles ist gut. Sag mal, hast du einen an der Waffe? Ich weiß ja, du bist schwer von Begriff. Darum spreche ich ganz langsam, okay? Ich wohne seit über 2 Jahren in Paradox City. Dich kenne ich gerade mal einen Tag. Das hier ist jetzt mein Zuhause. Aber das geht doch nicht. Wenn die Zeit wieder läuft, wird es diesen Ort nicht mal mehr geben. Das ist mir egal. Okay. Ich verstehe langsam, was hier los ist. Du bist sauer, weil ich dich allein gelassen habe. Aber schau doch, es hat sich gelohnt.
Was soll das sein? Tachyonenpfeile. Damit kann man Portale öffnen. Wir können endlich aus dieser Todesfalle hier entkommen. Was zum... Du hast es echt nicht verstanden, oder? Ich werde heiraten. Ich brauche keine bescheuerten... Goal, nicht! Hier gibt es... Oh, Mann. Ups. Ich komme auch nicht mehr zurück. Oh, ich bin schon unterwegs. Hallo. Hey da, wo ist das Timeport? Och nö, wie sollen wir denn jetzt je wieder zurückkommen? Du Goal, es tut mir leid. Ich rede nicht mit dir. Kannst du meiner Braut ausrichten, dass ich hier ein bisschen Hilfe gut gebrauchen könnte? Kannst du diesem Landstreicher ausrichten, dass ich nicht seine Braut bin? Nur das macht ihr zwei Turteltauben mal besser unter euch auf. Aha, ich sehe Potenzial. Aha. Muss ich da... Oh, warte, hier vergeht die Zeit. Nochmal lang. Schnell wieder. Ist ja auch eins. Das ist zu weit weg. Außerdem will ich nicht schon wieder versehentlich eine Waffenruhe brechen. Das letzte Mal hat es mir den ganzen Urlaub versaut. Hier geht es weiter, aber ich gehe nicht ohne Goal. Gute Neuigkeiten. Ich habe einen Weg hier rausgefunden. Hat da jemand was gesagt? Ich sehe gar niemanden. Oh, jetzt hör doch mit dem Babykram auf. Wir können zurück in die Zwischenzeit. Das muss doch auch in deinem Sinne sein. Ach, Monsieur Wedding Crasher will mir erklären, was in meinem Sinne ist? Goal, ich bin untröstlich. Ich wollte doch nicht, dass wir hier landen. Auch wenn die Entführung der Braut genau genommen zu den traditionellen Aufgaben eines Trauzeugen gehört. Ich weiß doch, dass du diese Dinge nicht mit Absicht machst. Und dass wir hier festsitzen, habe ich selber verbockt. Aber für einen Zeitreisenden ist dein Timing echt unterste Schublade. Während du fort warst, hat mir die alte Goal viel von dir erzählt. Sie sagte, dass du zurückkommen würdest und dass ich Geduld haben soll. Sie sagt, du hättest ihr beigebracht, niemals die Hoffnung aufzugeben. Aber alles, was ich dachte, war, dass ich nicht so enden will wie sie. Zweimal bist du einfach aus ihrem Leben verschwunden. Aber immer, wenn sie gerade akzeptiert hat, dass du nicht zurückkommst, tauchst du doch wieder auf. Wie soll man denn damit umgehen? Ist das so eine Masche von dir? Und jetzt ziehst du die gleiche Chose bei mir ab. Das macht also insgesamt schon drei. Und deswegen willst du jetzt lieber in der Wüste versauern? Na komm schon. Sagt man nicht, alle guten Dinge sind vier? Puh, die hat ja wirklich eine Scheißlaune. Na, ist doch gut. Hier in der Wüste haben wir ein Sprichwort. Das Schwierige an der Kokosnussernte ist, die Frau auf die Palme zu bringen. Den Rest erledigt die Schwerkraft, ne? Echt jetzt? Wenn das so ist, habe ich echt einen Lauf. Man nennt ihn Rufus. Man nennt ihn Rufus. Rufus. Erkennst du mich denn nicht? Ich bin's. Goal. Nie gehört. Aber ich kann dich ohnehin nicht reinlassen. Befehl ist Befehl. Das ist doch... Probleme? Rocco will die Brücke nicht runterlassen. Dann hat er dich in dieser Zeit offenbar noch nicht kennengelernt. Keine Sorge, das wird er gleich. Ist wohl doch nicht so toll, der Typ, was? Ich scheine ein Händchen für Idioten zu haben. Stimmt. Erst Cletus, dann er hier. Du suchst dir wirklich mit großer Treffsicherheit die größten Napfsülzen aus. ja, weiß nicht, ich kann ja mal probieren, mit dem zu reden. Hey, Rocco! Lass uns rein! Wow, das ist dein Plan? Psst! Ich würde ja gerne, aber ihr steht mitten im Fuelock-Gebiet. Wenn ich die Zugbrücke runterlasse, könnte das eine Invasion zur Folge haben. Ach so, na dann. Ich glaube, er will uns wirklich nicht reinlassen. Gut, dass du es nochmal versucht hast. Jetzt bist du sicher dankbar, dass ich deine Hochzeit habe platzen lassen, richtig? Überspann den Bogen nicht. Mal durch die Brille.
Aha, ich sehe Potenzial. Hey, was tust du da? Ich falte mir einen vierdimensionalen Kalender aus Recyclingpapier. Das sieht mir eher so aus, als würdest du versuchen, das Portal zu öffnen. Tja, offene Portale sind das Januar-Motiv, du Blitzmerker. Das geht nicht. Das ist ein Elysium-Portal. Da kommen die Fuelogs her. Dann versuch doch, mich aufzuhalten. Bin gespannt, wie du das anstellst, ohne das Tor zu öffnen. Ich wäre verpflichtet zu schießen. Oder willst du mich etwa, was hast du gesagt? Ernsthaft? Du würdest eher auf uns schießen, als uns reinzulassen? Ich mache die Regeln nicht. Ich befolge sie nur. Dann mach dich mal auf etwas gefasst, Freundchen. Ich bin nämlich mit demjenigen unterwegs, der sie bricht. Selbst wenn das bedeutet, dass man ihn über den Haufen schießt. Ist es nicht so, Rufus? Genau. Genau. Ich glaube, hier brauche ich einen Plan. Am besten einen, bei dem ich nicht über den Haufen geschossen werde. Ich sollte mit Goal darüber reden. Ablenkung. Und? Hast du schon eine Idee, wie wir an ihm vorbeikommen? Hier oben, Rufus. Oh, Entschuldigung. Mir ist tatsächlich gerade eine Idee gekommen. Wir könnten... Bitte was? Hey! Was flüstert ihr da? Und dann... Wer flüstert, der lügt. Und das war's. Denkst du, du kannst das? Na klar. Warum denn nicht? Na los. In Position, Soldat. Echt jetzt? Na gut. Ich gebe dir das Signal, wenn ich soweit bin. Was? Schießen da drauf. Ich hoffe mal, das ist dann richtig. Goal! Jetzt! Was zum... Oh! Oh! Was zur Hölle? Was ist jetzt? Ist das Portal schon offen? Einen Augenblick noch! Okay, jetzt! Nein! Stopp! So war schnell. Ha, jetzt sind wir doch zusammen auf Elysium. Tja, das sind wir wohl. Hier sollte es eine Menge anderer Portale geben. Können wir nicht einfach hier bleiben? Aber Goal, das hatten wir doch schon. Anfangs habe ich ja auch gedacht, dass das eine gute Idee ist. Aber wer rettet die Welt, wenn nicht wir? Das ist unfair. Warum darf es uns nicht gut gehen? Goal? Probleme, Gefahren. Es ist fast so, als würde uns jemand beobachten und... Goal! Oh oh. Überraschung! Ronny! Bist du etwa für die ganzen Fuelogs verantwortlich? Sind sie nicht super und viel effektiver als die alten Robo-Bediensteten? Zumindest werden sie häufiger nachgefragt. Besonders beliebt ist das Sicherheitspersonal. Jeden Morgen dasselbe. Kaum habe ich den ersten Fuelog losgeschickt, gehen überall die Sirenen. Sicherheitsalarm! Sicherheitsalarm! Haha! Sie können gar nicht genug von ihnen bekommen. Ronny! Du musst damit aufhören. Die Fuelogs sind keine Sicherheitskräfte, sondern die Sicherheitslücke. Das ist ja das Schöne. Die Leute lieben das. Streicheltiere und Kartbahn. Die Leute wollen Dramatik. Action. Jeden Tag ein neues Armageddon. Und dank dieser Zeitschleifenkiste gibt's all das vollkommen ohne Konsequenzen. Na? Wie findet ihr mein neues Unterhaltungsangebot? Oh, oh. Du bist verrückt, Ronny. Mag sein. Verrückt nach Spaß. Das hier ist aber kein Spaß, Ronny. Das ist bitterster Ernst. Wie kann es ernst sein, wenn es keine Konsequenzen hat? Weil Konsequenzen wichtig sind. Ohne Konsequenzen ist einfach alles nur... sinnlos. Papala Pups! Spaß ist immer sinnlos. Du irrst dich. Das Gegenteil ist der Fall. Und ich glaube, ihr wisst einfach nicht, wie man richtig Spaß hat. Solange ich hier den Hut aufhabe, wird das Abend.
Abenteuer niemals enden! Was hast du mit uns vor, Ronny? Na, ihr seid natürlich Ehrengäste auf meiner Party. Immerhin warst du es ja, der mir beigebracht hat, wie man Fuel-Loks herstellt. Und der mit dem Aluhut meine Sicherheitsprotokolle außer Kraft gesetzt hat. Rufus? Es war notwendig. Wozu war es denn bitte notwendig, eine Rasse aus Killerwesen zu erschaffen? Ich kann mich jetzt nicht mehr an alle Einzelheiten erinnern. Aber zum nämlichen Zeitpunkt war es das Gebot der Stunde. Ist es denn so wichtig, wie es passiert ist? Genießt es doch einfach. Ihr könnt jeden Morgen wieder anfangen, meinen Fuel-Loks zu entkommen. Solange ich hier den Hut aufhabe, wird das Abenteuer niemals enden. Den Hut? Damit ist jetzt Schluss, Ronny. Wir gehen nach Kuvak und durchbrechen die Schleife. Boah, ihr Schlingel, das könnt ihr nicht. Was wäre denn das für ein Ende? Alles voller Fuel-Loks, alle tot, Elysium verwüstet. Nein, so werdet ihr es nicht enden lassen. Aber versucht es trotzdem gerne. Darum geht es ja bei Ronnys lustiger Fuel-Loks. Och, kommt schon, schaut nicht so traurig. Spielt mit, solange ich hier den Hut aufhabe, wird das Abenteuer niemals enden. Okay. Du trägst aber keinen Hut, Ronny. Putzschnitzel! Du hast recht! Warte! Das muss ich sofort korrigieren! So ist es besser! Dein Hut ist dämlich, Ronny! Ich weiß! Aber versuch du mal, einen Hut zu falten, wenn du Blätter statt Händen hast! Nicht einmal Papierflieger kriege ich richtig hin! Hui! Oh! Sorry! Das Spiel ist für heute sowieso fast rum. Nicht mehr lange, dann geht es wieder. Wiku, wiku, wiku. Ihr könnt mir gerne ein bisschen Gesellschaft leisten, während wir hier auf den Zeitsprung warten. Ich spiele euch dabei den neuen Song vor, den ich geschrieben habe. Deine Fingernägel einzeln aus den Nagelbetten rauszuziehen. Darf ich? Ja, ich glaube, das war jetzt lustig genug. Autsch! War ja klar. 50 Jahre Hats Magazine. Die besten Hüte aus 5 Jahrzehnten. Na, wenn das kein drolliger Zufall ist. Na los, lies vor. Was für Hüte haben es auf die Spitzenplätze geschafft? Auf Platz 1 ist die Melone. Eine hervorragende Wahl. Da müsste sich was Passendes am Fruchteisbrunnen finden lassen. Tochik, so singt es sich doch gleich viel entspannter. Deine Fingernägel einzeln aus den Nagelbetten rauszuziehen macht Spaß. Deine Augenlider einzeln mit einer grünen Zange umzudrehen. Spaß! Na, lass die Hände schön da, wo ich sie sehen kann. Ich schlag dir deine Zähne. Irgendwie wird das dem Ernst der Lage nicht ganz gerecht. Hammer ein, stoßen wohl selbst meine geheimen Ninja-Kräfte an ihre Grenzen. Schlag mitten in die Augen. Irgendwie wird das dem Ernst der Lage. Ich säge deine Knochen. Ronny. Was? Willst du noch was loswerden, bevor alles wieder von vorne anfängt? Dein Hut ist dämlich, Ronny. Findest du? Oh, halb so wild. Alles kommt irgendwann wieder. Mode verläuft zyklisch. Also, welchen Hut soll ich als nächstes ausprobieren? Aluhüte haben es immerhin noch auf einen guten 4. Platz geschafft. Eine hervorragende Wahl. Okay, aber wo bekomme ich so einen nur her?
Hattest du nicht einen bei dir im Computerkern? Ach ja, ich Dummerchen. So, besser geht's jetzt aber wirklich nicht. Immerhin ist dieser Moment. Was ist denn hier jetzt los? Das war doch ein Trick. Der Huhn überlebt meinen Avatar. Fiolax, zum Angriff. Jetzt! Das ist unsere Chance! Dein Hut ist hiermit wieder voll out. Ah! Goal! Jetzt! Aha, ich sehe Potenzial. Das war stark. Können wir das noch mal machen? Wie denn? Die Fiolax versperren den Weg zum Ufer. Hast du einen Plan? Kommt sofort. Ich probiere mal was. Bin sofort zurück. Rufus. Rufus? Rufus! Bescheuert. Aua, aua. Immer wieder aua. Oh je. Goal. Ist das jetzt die alte? Ich wollte eigentlich nicht, dass du das hier siehst. Schon okay. Ich komm klar. Niemand sollte seinen eigenen Tod mit ansehen müssen. Das da bin ich nicht, Rufus. Das ist Rita. Was? Aber... Du hast recht. Hui, ist das verwirrend. Das letzte Mal lagst du hier. Genauso. Ich kann's ihm nicht verübeln. Ich war ja nicht da. Wir können das ändern. Ich kenne einen Weg zurück. Damit ich dann hier liegen kann? Das ist alles so deprimierend. Ja, mittlerweile. Das Garagentor? Ja. Ja! Nee, ohne Hilfsmittel kriege ich das wohl nicht wieder auf. Das ist auch neu. Scheinbar sind wir noch weiter in der Zukunft, oder wie das hier heißt. Wo kommt denn das hier? Das Garagentor aufmachen. Eigentlich noch genug Pfeile. Das Wasser hat die Tachyonenbrühe von den Zeigern gewaschen. Ups. Und? Schade. Geschafft. Ja, und jetzt? Aha, ich sehe Potenzial. Tja. Na, ob das noch funktioniert? Aha. Da ist ein bisschen... Das Wasser hat die Tachyonenbrühe von den Zeigern gewaschen. Zeit, sie wieder aufzuladen. Okay, und ab zum Portalpotenzial. Ob sich das alles irgendwann wieder regelt. Na also! Goal! Ich habe einen Ausweg gefunden. Ein Glück. Dieser Ort macht mir Gänsehaut. Zumindest hat er seit unserem letzten Besuch ordentlich Federn gelassen. Worauf warten wir noch? Ja, lass uns von hier verschwinden. Ladies first. Oh. Wow. So viele Buntpflanzen. Das sind Blumen.
Nicht einmal auf Elysium haben wir so viele davon. Seien wir ehrlich, es ist nicht komplett hässlich. Und das verdanken wir nur euch beiden. Wir waren das? Ihr habt den Krieg beendet und uns den Weg ins gelobte Land gezeigt. Und? Gibt's jetzt eine Party? Wo sind deine Mitstreiter? Die sind schon aufgebrochen. In die Vergangenheit? Die Quelle von allem, was gut und richtig ist, ne? Genau, danke. Tausendmal danke. Etwas verschwümmert. Kann ich hier bleiben? Kannst du noch? Klar, weiter geht's. Kannst du noch? Klar. Auf geht's. Gott. Leiter? Die denn hingestellt? Das muss ich bestimmt auch noch machen. Wo bin ich jetzt? Das ist wieder die Wüste. Kannst du noch? Klar, weiter geht's. Arme. Aha, ich sehe Potenzial. Du Rufus? Ich glaube, ich muss mich entschuldigen. Du bist eine Katastrophe, zugegeben. Aber irgendwie schaffst du es am Ende doch. Du machst die Dinge besser. Ich hatte die Hoffnung aufgegeben. Aber wenn ich mich so umsehe... Jetzt werd mir mal nicht rührselig. Komm, die Zukunft wartet. Na, dann wollen wir mal. Ha, Treffer! Wer sagt's denn? Wurde echt Zeit, dass hier mal wieder was funktioniert? Zum Stadtkern. Hey! Ihr da! Was treibt ihr da? Wir sind die Einheimischen Legion! Wir sind gekommen, das heilige Land unserer Väter zu beanspruchen! Ja, ich bitte wohl! Wir wohnen schon ewig hier und wir haben keinen Platz für irgendwelche dahergelaufenen Babasöhnchen! Und was willst du dagegen machen, Opa? Opa! Was für eine Unverschämtheit! Das bedeutet Krieg! Uff, da wären wir wieder. Goal, Rufus! Was treibt ihr denn noch hier? Rita und Rocco. Schau mal, Goal, es sind Rita und Rocco. Hunderte von Fuelogs wurden in die Zwischenzeit gespült. Wir evakuieren die Stadt. Was ist mit der alten Goal? Und Angus? Die haben sich geweigert mitzukommen. Sie sind noch auf der Farm. Dann können wir noch nicht gehen. Na dann. Viel Glück. Ja, euch auch. Ist dir Ritas Bauch aufgefallen? Komm schon. Es ist hier nicht sicher. Du hast recht. Beeilen wir uns. Fuelog-Alarm! Bringt euch in Sicherheit! Das war knapp. Und nun? Wir sitzen in der Falle. Tja, sieht so aus. Das heißt... Thank you.
Das ist echt, oder? Ohne zu wissen, wo ich hinzielen muss, macht das keinen Sinn. Aha, ich sehe Potenzial. Geschafft. Los jetzt. Schubrakete. Halt dich fest. Puff? Was heißt denn hier Puff? Nicht meine Schuld. Wir zerlegen uns hier schon das Fahrgestell. Was ist? Kommt hoch! Das geht nicht! Mein Bein ist eingeklemmt! Geht ohne uns. Ich bleibe bei ihm. Ich wäre sowieso nur Ballast. Nein! Entweder es gehen alle oder keiner. Ach, den Satz wollte ich schon immer mal sagen. Komm schon, Rufus. Das da draußen ist nicht mehr unsere Zeit. Irgendwer muss die Welt jetzt noch einmal ganz neu retten. Und ich wäre sehr enttäuscht, wenn das nicht ihr beide wärt. Geht schon. Ja, na gut. Aber wohin? Jetzt wäre wohl ein guter Zeitpunkt für einen deiner bescheuerten Pläne. Wie bescheuert darf er maximal sein? In Anbetracht unserer Lage? Am Wahnsinn grenzend bescheuert. Nur grenzend? Darauf kann ich leider keine Rücksicht nehmen. Spring! Oh. Wo sind wir? In den Schrotthöhlen unter Kuwak. Hier hatte sich der Elefant versteckt. Elefant? Haben wir darüber schon gesprochen? Ich erzähl's dir später. Erst müssen wir einmal herausfinden, wer da am Chronokar rumkurbelt. Und es verhindern, richtig? Richtig. Aber Vorsicht! Wir wissen nicht, zu welchem Zeitpunkt wir hier gelandet sind oder, anders ausgedrückt, wie spät es gerade ist. Ich sowieso nicht. Und wir stecken in dem scheiß Elefant drin. Bestimmt. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je.